Hallo bei eGroupware. Wir freuen uns, dass Sie unsere Software für 30 Tage testen. Für einen leichten Einstieg in die Software, aber auch für erfahrene Nutzer, bieten wir viele kostenlose Tutorials. Die aktuellen Tutorials finden Sie immer hier. Unser Sales-Team stellt Ihnen außerdem gerne speziell abgestimmte Präsentationen und Schulungen für den Start mit der Software zusammen. Wenn Sie eGroupware noch nicht kennen, zeigen wir Ihnen jetzt in 3 Minuten, was die Testversion alles kann und wie Sie direkt mit eGroupware starten. Sobald Ihre Testversion verfügbar ist, finden Sie auf der linken Seite alle Anwendungen, zum Beispiel Mail, Kalender, Dateimanager oder das Informationslogbuch. Im oberen blauen Bereich verwalten Sie zum Beispiel Einstellungen und Zugriffsrechte oder ändern Ihr Passwort. eGroupware bietet Ihnen eine unbeschränkte Anzahl von Benutzerkonten. Sie können also für Ihre Mitarbeiter jetzt sofort ein Konto anlegen. Wollen Sie eGroupware später weiter nutzen, bleiben diese Konten direkt erhalten. Möchten Sie ein neues Benutzerkonto anlegen, klicken Sie auf Admin und dann auf die Benutzerkonten. In unserem Admin Basic Tutorial zeigen wir ausführlich und Schritt für Schritt, wie Sie mit Benutzerkonten und Gruppen arbeiten. Dieses Video finden Sie wie alle unsere Tutorials auf der eGroupware Website. Außerdem können Sie jedem Kollegen ein eigenes E-Mail-Konto anlegen. Genauso richten Sie ganz einfach und ebenfalls kostenlos E-Mail-Konten für Benutzergruppen wie etwa Ihr Marketing- oder Technikteam ein. Virenschutz und Spamfilter werden von uns gleich mitgeliefert. Wenn Sie ein neues E-Mail-Konto anlegen wollen, führt unser Wizard Sie durch die einzelnen Schritte. Eine detailliertere Einführung ins Thema E-Mail finden Sie in unserem Account-Management-Tutorial. Wir sichern auch schon während der Testphase täglich Ihre Daten. Diese liegen ausschließlich auf deutschen Servern. Entscheiden Sie sich nach 30 Tagen für eine eigene eGroupware-Version, nutzen Sie Ihre bereits angelegten Daten natürlich nahtlos weiter. Ein Cloud-Service-Paket beinhaltet selbstverständlich unseren Anwendersupport zu Modulen und Funktionen. Aber auch in der 30-tägigen Testphase werden Ihre Fragen von unserem Team über das Ticketsystem beantwortet. Allen Trial-Nutzern haben wir hier zusätzlich ein paar grundlegende Tipps zusammengestellt. Die Gruppen Admin oder Default sollten nicht vorschnell gelöscht werden, genauso wenig die Benutzer Sysop oder Anonymous. Hier sind für Sie schon grundlegende Rechte voreingestellt, die damit verloren gehen würden. Auch die Mail-Konto-Definition sollte von keinem Anwender gelöscht werden. Sie können natürlich trotzdem jederzeit beliebig viele weitere Nutzer und Konten anlegen. Außerdem wichtig, entzieht ein Trial-Nutzer sich selbst die Zugriffsrechte zu Adressbuch oder Admin, kann er keine Benutzer mehr bearbeiten. Wenn Sie diese Tipps beim Start beachten, können Sie jetzt direkt loslegen. Schauen Sie öfter mal auf unserer Homepage vorbei oder, wenn Sie möchten, registrieren Sie sich für den Newsletter. Dann erfahren Sie immer direkt von neuen Features und Tutorials. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß beim Ausprobieren und stehen Ihnen bei Fragen rund um die Software gerne zur Verfügung. Ihr eGroupware-Team.